Dankeschön. Hat, ist Kollege nicht der einzige Rapper, der Jura studiert hat und Anwalt geworden ist, oder? Ach, da wo sich Farid über Loredana lustig gemacht hat. Was nur als Scherz gemeint war, hat für Farid Bang aber Konsequenzen, denn Berater und Freund von Loredana ist niemand Geringeres als Hells Angels Mitglied Abedin. Dieser bedroht daraufhin öffentlich Farid. Ich werde dein Leben zu meinem Beruf machen, du elender Hund, für diese Aktion von dir. Wer mit mir ist, ist mit mir und wer mit dir gegen mich. Ja, was soll ich sagen? Bang. Farid knickt natürlich sofort ein und antwortet mit Free Loredana. Fand ich schwach von Farid, das da so aufzugreifen an dieser Stelle. Und ich glaube, der Farid findet das auch nicht so geil, dass euer Boy jetzt das Thema nochmal groß macht. Beziehungsweise, was heißt groß? Wie viele Klicks hat das Video? What? Das Video hat 150.000 Aufrufe? Nicht schlecht, Herr Specht. Wer genau ist Abedin? Ab in die Vergangenheit. Zurück zum Ende der Nuller Jahre. Nachdem Bushido bereits eine lange Erfolgsgeschichte mit Arafat vorzuweisen hat, ab jetzt suchen immer mehr Leute ihren. Was hast du mit Manuelsen mitbekommen? Ansage an euer Boy. Wie lange ist das her? Das Ältere, wo er mal was gegen ihn gesagt hat? Oder gab es eine neue Ansage? Platz an der Sonne. Das Ruhrgebiet brennt und wird in dieser Zeit Sammelbecken für eine Vielzahl motivierter Künstler. Unter anderem auch Casey Rebel oder PA Sports, in dessen Dunstkreis Abedin das erste Mal in Erscheinung tritt und fortan in ihren Rap-Texten und Videos auftaucht. Sie alle sind damals jung, hungrig und haben nur ein Ziel, der Weg ganz nach oben. Hier entscheidet sich, wer welchen Weg dafür geht. Der eine wählt Rap, der andere Sport und wiederum andere suchen ihr Glück woanders. 2012 rappt Casey Rebel. Ihre Arme und Abidin mischt jetzt das Geld regnet. Er sticht Banditos, denn er ist jetzt Hells Angel. Heute hat sich Abedin in bestimmten Kreisen längst zu einer Autorität entwickelt und er wird von Manuelsen in den höchsten Tönen gelobt. Das ist einfach, doch, Abedin kennt man. Abedin ist ein Bruder von mir und er ist auch in diversen Casey-Videos gesehen und wurde auch schon in Casey-Videos genannt. Abedin ist eine Persönlichkeit aus dem Ruhrgebiet, so die jeder kennt. Und wie gesagt, das ist ein Bruder von mir und dieser Song ist einfach nur, ist einfach. Muss noch mal kurz, warte mal. So, konnte es jetzt ausstellen, alles gut. Hiermit ist also klar, Abedin reiht sich ein in die großen Hells Angels Namen, die von Rappern wie Manuelsen die höchste Anerkennung erhalten. Er hat gute Kontakte in die Rap- und MC-Club-Szene. Hier steht er im VIP-Bereich eines 187-Konzertes mit anderen bekannten Gesichtern. Die Sache ist auch, mal ganz im Ernst, was soll er denn auch sagen? Du bist mit denen unterwegs, Freunde von dir sind Freunde von denen. Was willst du sagen? Willst du sagen, ist ein Schwanz oder was? Also, verstehe ich nicht. Wenn ich rot-weiß trage, dann sind alle anderen Jungs, die rot-weiß tragen, sind meine Brüder. Natürlich rede ich nicht schlecht über die. Natürlich lobe ich die. Also, ich verstehe jetzt das Dingen dahinter nicht. Den Skandal dahinter nicht. Der Schutzpatron von Loredana wird sie noch vor so manch anderer Kritik beschützen, wie wir ein Jahr später sehen werden. 2020. Kein Jahr vergeht mehr ohne einen gestandenen Hells Angels Rap-Eklat. Wieder mal ist es Flair, hinter dem die alten Kollegen her sind. Die Hells Angels finden einen perfekten Vorwand, um alte Rechnungen zu begleichen. Flair hat zunächst eigentlich einen persönlichen Konflikt mit dem alten Labelpartner Jalil, der Flairs Line gegen ihn rassistisch findet. Die Jungs von Bantu Nation mischen sich ein. Der sprunghafte Freund-Feind von Flair, Manuelsen, kommt auch dazu. Seltsamerweise auch Twin und ein gewisser Martin Trompeter, der gar kein Rapper ist, aber Hells Angels-Mitglied und guter Freund der Tischrunde hier. Zusammen treffen sie sich im Hells Angels Clubhouse und verteilen im Beisein ihrer Kinder harte Ansagen an Flair.
Das macht man nicht. Ansonsten ist man unhöflich. Und wer bist du, dass du denkst, du kannst unhöflich sein? Dass du dir rausnimmst auf der Straße und du denkst, du kannst unhöflich sein? Dass du eine Ansage machst mit deiner Shisha, da sitzt du Bastard. Du bist eine Null, bist du. Du bist eine Null. Du wirst das doch sehen. Du wirst das doch sehen jetzt, die Straße. Du Hund. Du Hund. Mach mal so eine Runde. Mach mal eine Runde, zeig mal. Jeder am Tisch ist bereit, 1-1 zu machen. Jeder am Tisch. Guck mal, hier ist ein Kind, man übertreibt nicht. Wenigstens einer, der es da sagt. Ja, das ist auch so eine Sache für sich. Keiner von uns weiß, was da abging. Keiner von euch, keiner von uns kennt die Deals, die da gelaufen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich auf einmal alle ausdenken, dass ein gewisser jemand sich nicht an Vertrag gehalten hat, ne? Hinterher kam ja raus, dass da irgendwie eine gewisse Summe im Raum stand oder so. Das sind halt auch nur wieder Mutmaßungen, ne? Er hatte die vorher, die Jungs als Schutz. Man hatte wohl Verträge, die haben wohl offiziell die Sicherheit gemacht. Twin schaltet in einem Post sogar den respektierten Hardliner und Mörder Timur ein, um richtig Druck auf Flair aufzubauen. Nach vielen Hintergrundgesprächen und eventuellen Geldzahlungen, keiner weiß es, wird die Angelegenheit dann von Timur als geklärt angesehen und zugemacht. Glück für Flair. Eine positive Sache hat das Ganze jedoch, als das Hells Angels Mitglied Martin Trompeter zusammen mit Des von Bantu Nation ein TV-Straßensound-Interview zum Thema gibt, hat die gesamte Kommentarsektion keinen Bock auf diese Politikfilme. Die Community straft. Ja, aber nachdem er gezahlt hat, war ja auch erledigt alles, ne? Also da kann jetzt niemand sagen, oh, die waren jetzt noch nachtragend oder haben noch auf ihm rumgehackt oder so. Es hieß, die haben gezahlt und damit war das Thema gegessen. Auf die beiden mit einer negativen Lawine an Kommentaren und Bewertungen ab. Das Interview wird aus unbekannten Gründen von TV Straßensound. Auch hier ist es Meinungsmache, dass er sagt hier, das Interview wird aus unbekannten Gründen von TV Straßensound runtergenommen. Jetzt möchte ich mal euch im Chat einmal fragen, wer von euch weiß, warum TV Straßensound das Interview runtergenommen hat? Ich weiß es. Ich würde gerne wissen, ob ihr es auch wisst, ob das wirklich so unbekannt ist. Wer kennt die Story zu dem Interview, dass es runtergenommen werden musste? Das hat Davut nämlich schon öfter gesagt. Schöne Grüße an dieser Stelle an Davut von TV Straßensound. Ja, ich habe bisher nur eine richtige Antwort gelesen. Also, Das hat Davut öfter auf jeden Fall erwähnt. Jetzt habe ich zweimal die richtige Antwort gelesen. Wegen Polizei, beziehungsweise wegen der Staatsanwaltschaft, ja? Die Staatsanwaltschaft hat Druck gemacht und hat irgendwie, die wollten dann irgendwie, dass das Video runtergenommen wird. Die haben bei TV Straßensound auch persönlich angerufen. Und Davut hatte da selber auch gesagt, er war mit der Situation, konnte er nicht so recht einordnen, weil das erste Mal sowas passiert ist, dass irgendwie Staatsanwaltschaft angerufen hat und wollte, dass ein Video offline kommt. Und deswegen kam dann das Video offline, ja. Die Sache wurde sowieso geregelt in der Zeit. Und um da einfach keinen Stress zu machen weiterhin, hat man dann das Video runtergenommen. Ja, aber hier wird es so dargestellt, als wenn Des und der Trompeter, als wenn die durch die negativen Kommentare veranlasst hätten, dass das Interview runtergenommen wird, ne? Das ist halt auch eine falsche Darstellung der Tatsachen. Das ist hier, und deswegen sage ich ja Hetzkampagne, ne? Es zieht sich durch jede Folge durch, dass einfach dem Zuschauer suggeriert wird, die Hells Angels machen das, die Hells Angels machen dies, die Hells Angels machen das. Immer mit irgendeinem Druck, ja? Die Hells Angels machen Scheißdreck. Die hatten auf ihren Recht bestanden bei der Sache mit Flair. Warum auch nicht, Alter? Wenn mir jemand Geld schuldet, dann bestehe ich auch darauf, dass mir meine Kohle gezahlt wird. So, und hier bei dieser Sache genauso. Nicht die Jungs haben gesagt, nimm das Interview runter, sondern die Staatsanwaltschaft hat auf einmal Druck gemacht, nimm das Interview runter. So, deswegen, es ist einfach wieder genauso wie in der letzten Folge oder vorletzten Folge, wo er die Sache mit Timur und Tahir Özbek vermischt hat. Er macht es immer so, dass die Bilder, dass der Zuschauer direkt in eine gewisse Meinung schon bekommt von den Leuten. Ja, das ist Meinungsmache einfach. Aber zum Glück gibt es Leute an dieser Stelle, ja, die hier die Wahrheit ans Licht bringen können.
entfernt, ein kleiner Hoffnungsschimmer für Deutschrap. Wie viele andere schätze ich TV Straßensound und Moderator Davut sehr, aber hier zeigen sie Parallelen zu früher. Damals hatten sie den Rapper und seinerzeit Hells Angels Prospect Tuni mit vielen Interviews bekannt gemacht. Tuni machte sich weniger mit guter Musik einen Verdienst, als durch Skandale wie eingekaufte Klicks, Likes und Gewaltandrohungen gegenüber jedem, der ihn kritisierte. Warte, sag nochmal deinen Namen. Ich heiße Mani. Und sag ein falsches Wort, ich schwöre, ich klatsche dich vor Kamera weg. Glaubet mir. So, entschuldige. Was stand da? Tuni und Manu jagen Internet-Hater. Warte, sag nochmal deinen Namen. Ich heiße. Das ist hier, warte mal, wir gucken uns kurz die Szene an, dann sage ich was dazu, ja? Mani. Und sag ein falsches Wort, ich schwöre, ich klatsche dich vor Kamera weg, glaubet mir. So, entschuldige dich jetzt für das, was du gemacht hast. Hier jetzt. Ich entschuldige mich dafür, dass ich Manuelsen und Tuni im Internet beleidigt habe. So, und was tust du, alle Beiträge tust du raus? Habe ich doch schon. Alles raus, ja, gut, alles klar, schon. Gut. Und noch, guck mal, ich sage euch das nochmal, guck mal hier, noch ein einziges Mal. Der ist hier, da ist der Kollege, der ist der einzige Grund, der für ihn gesprochen hat und gesagt hat, bitte Jungs, tut ihr nichts, der ist eine Wurst. Das tut ihm nichts, macht ihm nichts. Normalerweise, Digga, hätte ich dir alle deine Frontzähne rausgeschlagen. Hast du mich verstanden? So. Er wollte der gesamten Welt den Wirsing einschlagen. So. Jetzt wird das auch wieder so suggeriert, als wenn er das nur gemacht hätte, weil er Prospect bei den Hells Angels ist. Guck mal, oder war. Ey, wenn du Prospect bei den Hells Angels bist, dann kriegst du nicht von morgens bis abends irgendwie Rückendeckung. Wenn du Prospect bei den Hells Angels bist und die ganze Zeit Stress machst irgendwo und Leute wegwickst, dann fällt das immer auf den Club zurück. Das haben die da nicht so gerne, ja? Tuni war früher so oder so ein Hitzkopf, ja? Der war kein Hitzkopf, weil er bei den Hells Angels war, sondern er war bei den Hells Angels, weil er ein Hitzkopf war. Ja, wenn, dann vielmehr so. Das war jemand, der sich nicht hat einschüchtern lassen und der die Sache direkt geklärt hat von Mann zu Mann. Und deswegen war er da willkommen, ja? Mal ganz abgesehen wegen dem Freundeskreis mit Manu und dies und das, ja? Und der Typ, gerade eben, dieser Typ hier, den wir hier in dem Bild sehen, das war kein einfacher Internet-Hater, sondern das war ein Typ, der selber gerappt hat, ja? Das war ein Rapper, ja? Ein unbekannter Rapper, mehr oder weniger, der über Monate lang Manuelsen und Tuni mit rassistischer Scheiße kam, ja? Der hat ständig übelste rassistische Äußerungen gegen die beiden gemacht und deswegen haben die sich überhaupt zur Aufgabe gemacht, den Typen zu suchen, ja? Das nur auch mal zur Klarstellung hier, was natürlich auch nicht erzählt wird. Hier ist es einfach nur ein Internet-Hater. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder ob es schlechte Recherche ist. Nicht verstanden? So. Er wollte der gesamten Welt den Wirsing einschlagen. Seine anstrengende Art war selbst der skandalliebenden Deutschrap-Community zu viel, die sich fortan unter jedem Internetbeitrag über ihn lustig machte. Tuni wurde förmlich aus dem Internet gemobbt. Auch damals ein kleiner Sieg für Deutschrap, aber zurück ins Jahr 2020, denn so positiv bleibt die Gesamtentwicklung nicht, bringen wir einen weiteren Big Player ins Spiel. YouTube-Star, Rapper, Macher, Kampfmaschine, Mois. Im Jahr 2020 erreicht der YouTuber Mois sein bisheriges Karrierepeak. Mois ist als unterhaltsamer Kommentator von Rap-Content bekannt geworden, der sich sogar... Ich glaube, es spielt keine Rolle. Es geht einfach nur darum, die Verbindung zu zeigen. Doch, das spielt sehr wohl eine Rolle, wie man diese Verbindung zeigt. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Wenn du die ganze Zeit Leute schlecht dastehen lässt, während du diese Verbindung zeigst, dann guck mal, du bist jetzt einfach nur Konsument. Versetz dich mal in die Lage der Leute, über die er hier gerade spricht. Ja? Wärst du einer von denen, würde das auch auf den Sack gehen, wenn etwas falsch dargestellt wird. Mit gestandenen Rap-Größen wie KMN und Bushido anlegte. Bemerkenswert, weil bis dato wenige Personen der Öffentlichkeit Rappern so lautstark Paroli bieten konnten, ohne gewisse Konsequenzen zu erfahren. Mittlerweile haben viele Rapper seine Nummer im Handy eingespeichert und er ist ein großer Meinungsmacher im Deutschrap. Über sein Tun und Handeln wird mittlerweile von allen Hip-Hop-Medien berichtet. Manuelsen hat einen Erfolgscoup gelandet, denn er verbrüdert sich mit seinem neuen Freund und Geschäftspartner Mois, der zu einem der größten YouTuber Deutschlands aufsteigt.
Aufmerksamkeit im Deutschrap zu bekommen, ist im Jahr 2020 verdammt schwer geworden. Die Möglichkeit, selber Musik zu machen, ist zwar für jeden einfacher geworden, die Masse an konkurrierender Rapper auf dem Markt hat sich aber vervielfacht und diejenigen mit guten Kontakten oder Geld für gekaufte Klicks haben klare Vorteile. Mois und Manuelsen bieten mit ihrer Livestreaming-Show Nice or Scheiß neuen aufstrebenden Künstlern eine Chance. Sie müssen Mois und Manuelsen nur 50€ zahlen, damit sie ihre Songs bewerten. Die Show hat rekordverdächtige Streaming-Zahlen. Aber die Kritik zu ihrer Show und den Live-Reactions wird immer größer. Aus vielen Gründen. Mois und Manuelsen bewerten die Musik nicht fair genug, verhalten sich respektlos gegenüber Künstlern. Bei wiederum anderen Rappern scheinen sie nicht mal ihre Kritik äußern zu wollen oder äußern zu dürfen. Besonders bei der viel kritisierten Loredana halten sich die beiden stark mit ihrer Meinung zurück, aus Respekt zu ihrem Manager. So, als nächstes haben wir hier... Das Problem ist, dass ich merke Anspannung. Das Problem ist, das ist unumgänglich. Mm. Es ist wirklich unumgänglich. Richtig oder Frau? Soll ich was sagen? Ich mache eine Zigarettenpause. Geht? Ja, mach Zigarettenpause. Okay. Du hast dich so mal wieder aus der Affäre gezogen. Bruder, ich bin sowieso nicht da gewesen. Okay. Hier. Ja, ich muss sagen, das fand ich damals auch nervig, Alter. Das fand ich damals nervig und albern. Dieses, oh, ich darf jetzt über den nichts mehr sagen und so, weil er mit Leuten von mir ist. Guck mal, da hätte ich ganz klar gesagt, ich meine, es sind doch Brüder, oder? Da hätte ich ganz klar gesagt, guck mal, ich mach nur mal das und das Format. Was soll ich machen? Dein Star gehört dazu. Ich muss auch darüber reden können, ne? So wie das dein Brot ist, die zu promoten, ist das mein Brot, da die Leute in Kritik zu nehmen, so. Und so hätte ich dann versucht, das zu regeln, ne? An Manus Stelle. Er hat sich für einen anderen Weg entschieden. Die Sache hat mir damals als Zuschauer auch nicht gefallen. Und wie gesagt, ich hätte es auf einen anderen Weg versucht. Hier bietet sich Abedin bei Mois an. Bei Manuelsen und Mois wird die Show ein richtiger Kopffick, weil nach jedem Tag ihrer Show irgendein respektierter Freund oder Rücken eines Künstlers anruft, um Einfluss auf die beiden ausüben zu wollen. Sie können... Manu respektiert sie so sehr, dass er sich nicht traut, so zu reden mit denen. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, also wenn das Brüder sind auf Augenhöhe, dann kann man auch so reden miteinander, ne? Ist ja, das was ich jetzt gerade gesagt habe, ist ja im Endeffekt nichts Schlimmes. Das ist ja was, worauf man sich einigen kann und klären kann. Man muss ja nicht unter die Gürtellinie gehen, aber Digga, wenn du Scheiße machst, dann sage ich, dass du Scheiße machst, weil ich damit gerade mein Brot verdiene, so. Du verdienst gerade mit der Künstlerin dein Brot, okay, respektiere ich. Und ich verdiene gerade mein Brot damit, indem ich Künstler kritisiere, so, ne? Das ist, das muss man gegenseitig, muss man das dann respektieren. Ihre Meinung nicht mehr gerade heraus äußern, ohne lästige Anrufe zu erhalten. Ich krieg die Woche Anruf von Berlin, Hamburg, Stuttgart, dies, das. Schuwala, warum redest du so über meine Rapper? Warum machst du so? So, und auch an jegliche Rücken von irgendwelchen Rappern, dies, das. Guck mal, bitte. So, wenn ihr jemanden aussucht, ne, wenn ihr jemanden aussucht und sagt, okay, der ist jetzt mein Rapper, ich habe hier einen Rapper, und dann macht das und schickt den da hoch, und wenn es nice ist, ist es nice, wenn es nicht nice ist, ist es nicht nice. Bitte. Ja, ne, fickt mich nicht, ihr habt mich alle gefickt. Wallah, ihr habt mich gefickt. Bitte, lasst. Weißt du, was traurig ist? Ja, das ist echt behindert, ey, gewesen. Da kommen echt Leute raus. Die hast du noch nie gehört, noch nie gesehen, Alter. Und trotzdem haben die schon irgendwelche Hintermänner. Warum ist das so? Ich sag euch, warum das so ist. Die Leute kommen dann nämlich und sagen, guck mal. Mit Beef wirst du schnell erfolgreich, mit Beef wirst du schnell bekannt. Wenn du bei mir bist, du kannst gegen jeden sagen, was du willst. Ich klär das. Keiner kann dir was machen. So. Und dann... Ja, und das ist dann der Deal, ne? Damit die Fresse gegenüber jenen aufmachen können, suchen die sich dann so Leute, obwohl die selber noch total unbekannt sind, Alter. Da haben dann Leute irgendeine Connection schon, irgendeinen Rücken, obwohl die keinen Schwanz kennt, weißt du? Einfach so als Notfallversicherung, wenn ihr versteht, wie ich meine. Glaubst du, Hip-Hop-Kultur und MC-Kultur passen unter einen Hut? Nö. Das hat ja Hip-Hop-Kultur und MC-Kultur
das eine, es geht ja bei diesem Hip-Hop-Ding, geht es ja nicht um MC-Kultur. Wir reden hier doch null von MC-Kultur. Wir reden hier vom Business. Wir reden hier von Sicherheitsdienstleistungen, die oft die MCs machen. Ja, es war schon immer so, dass Leute aus dem MC-Bereich, also Leute aus der MC-Kultur, Biker, immer Security-Firmen hatten, Türsteher waren, Türsteher selber in der Firma hatten und, ja. Das sind Leute, die Ex-Soldaten waren, Leute, die an Türen gearbeitet haben, Leute, die Sicherheit gemacht haben. Und Hip-Hop ist, Deutschrap ist so groß geworden und so gefährlich geworden, dass die Leute Sicherheit brauchen. Ja, und da MC-Kulturstraße ist und Hip-Hop-Straße ist, wo suchen sich die Leute die Sicherheit? Die suchen sich nicht irgendeine deutsche Sicherheitsfirma wie Securitas oder so, sondern die suchen sich dann, oder hier damals Arnold Security. Arnold Security hat Geldtransporter gemacht, ja, aber die Security-Firmen von den Bikern, die machen dann halt die Sicherheit nicht für Banken, sondern die machen die Sicherheit für Rapper, so. Bruder, traurig ist, meiner Meinung nach, dass das... Also ich habe nie mit Zeitarbeitsfirmen gearbeitet. Das, wofür früher der Rücken da war, zum Beispiel Schlägereien und so und jemand auf die Fresse schlagen, jetzt übergegangen ist zu, oh, machst du so, ja? Guck mal, so? diese Rückengeschichten im Hip-Hop, ne? Ist eigentlich immer Ihnen aufgefallen, dass egal wohin du gehst, dass überall nur kleine Kids sind, so Kinder, 18-Jährige. Für was brauchst du irgendeinen, für wen, für was? Was Manuel damit sagen möchte, mit seinem reinen Herzen und Bedecktheit, ist, dass man nicht immer einfach so sagen darf, was man sagen will, und er es traurig findet, dass Meinungsfreiheit in Deutschland in Hip-Hop-Genre eingeschränkt wird. Gefickt ist es. Die Show wird wenig später eingestampft. Mois gibt hierfür andere Gründe vor. Anhand der getätigten Aussagen sehen wir aber sehr gut, wie viel Einfluss und Druck bestimmte Leute im Musikgeschäft heute schon ausüben, um ihre ausgesuchten Künstler vor Kritik zu beschützen und zu pushen. Und hierbei sprechen wir natürlich allgemein nicht nur über die Hells Angels. Mois ist mittlerweile voll drin im Wer-kennt-wen-Geschäft und er transportiert diesen Trend von Deutschrap in die YouTube-Szene. In seiner Kontaktliste hat er bereits einige hochrangige Freunde von jeder Couleur. Er hat die Rückenpolitik absolut verinnerlicht und nutzt ihre Mechanismen für sich selbst. A wird nicht beschützt von dem, der mich beschützt. Mhm. Das heißt, ich kann ihn fronten. Ja. Und dann ist das, was passiert, immer dasselbe. Dein Schutz ruft meinen Schutz an. Das war's. War es für mich gut, die alle zu dissen, zu ficken, sonst was. Weil es war lustig. Bruder, schau mal, wie ich, hat es niemand gemacht und wird es auch nie machen können. Weil wenn das jemand anderer macht, stellen Leute vor seine Tür und ficken ihn. So. Egal wie Leute im Internet etwas auslachen, es ist so, wie es ist. Eines von Mois selbst auferlegten Zielen und Wünschen war es mal, dass jeder in Deutschland die Musik machen kann, die er will. Vielleicht sollte Mois dann weniger Leute und Strukturen unterstützen, die den Wettbewerb in der Musikbranche ziemlich ungemütlich machen. So wie Rapper Jigsaw. Ein Künstler, der aus Flucht vor Strafvollzug in die Türkei floh und sich neben stumpfen Beleidigungen für Promo einen Großteil seiner Aufmerksamkeit erarbeitet hat durch einen Machetenangriff auf ein Drogenopfer, wie er selber sagt, oder die Veröffentlichung eines privaten Sexvideos mit einer Frau gegen ihren Willen als Promo-Beef-Strategie. Wieder ein interessanter MC mehr in Deutschland, und ich weiß, dass Mois im Kern ein guter Mensch ist, aber warum sind es solche Künstler, die von Mois in seinem Hells Angels-affinen Umfeld supported und legitimiert werden? Es ist Zeit, langsam ein Ende zu finden. Es gibt viele weitere Musiker und Künstler mit Hells Angels-Kontakten. Die Aufzählung ist mühselig, hier noch ein paar aufgeführt. Ich habe darauf verzichtet, heute alle Personen im Hintergrund hier zu benennen. Das große Netzwerk gemeinsamer Clubfreunde ist auf Instagram völlig öffentlich und für jeden einsehbar. Klickt euch einfach bei den Kontaktlisten euer Rapper durch und ihr landet über Hells Angels oder Großfamilienumwege bei fast jedem anderen deutschen Rapper. Es geht ja auch nicht darum, die normalen Leute unter Clubs und Großfamilien zu stigmatisieren. Es geht um einzelne problematische Leute und Tyrannen im Deutschrap, die Musikindustrie auf lange Sicht kaputt
kaputt machen werden. Aber was sagen eigentlich große Musiklabels wie Universal zu den Verbindungen ihrer Künstler? Die interessiert das einen Scheiß. Hat es nie, wird es nicht, solange uns Rap-Hörer das nicht stört. Die alten Deutschrap-Hörer sind mit Bushido groß geworden, der ab 2004 bei Universal unter Vertrag stand. Junge Deutschrap-Hörer wachsen mit seinem Erbe und mit Mois auf. Rückenpolitik ist der Normalzustand. Besonders das an Universal angebundene Label Chapter One arbeitet mit einer Vielzahl von Künstlern zusammen, die fragwürdige Kontakte pflegen. Deutschrap muss sich entscheiden. Steckt er entweder voll in der Scheiße oder vor einer Generationswende mit neuen Vorbildern? In Fällen wie bei Toni oder Loredana haben wir gesehen, dass Deutschrap-Fans Musikkünstler nicht mehr alles durchgehen lassen, wenn die Asozialität zu offensichtlich zutage tritt. Dann machen die Fans zu. Was der Deutschrap-Hörer heute noch akzeptieren soll, muss subtiler stattfinden. Alles gut, solange die unliebsamen Sachen im Hintergrund passieren und nicht Teil der Öffentlichkeit sind. Dann wird die Musik weitergepumpt, egal ob sie Leute unterstützen, deren Verein Geschäfte auf Basis menschlicher Ausbeutung macht, wie Zwangsprostitution oder Schutzgelderpressung. Das bleibt nur ein Hintergrundrauschen, wenn wir unsere Songs hören. Ich persönlich habe mich in dieser Recherche mit Rappern auseinandergesetzt, deren Musik ich höre und feier. Aber wenn wir etwas ändern wollen, sollten wir damit anfangen, auch unsere Lieblingskünstler scharf zu kritisieren. Das war's mit dem Hauptteil der Videoreihe. Wer möchte, schaut sich noch meine finale Abschlussanalyse an, die dem einen oder anderen vielleicht nochmal eine neue Sichtweise auf die Dinge gibt. Es wird spannend. Bis dann, euer Boy. Ja. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ne? Auf die Fehler- und Kritikpunkte bin ich eingegangen, die mir wichtig waren. Wird halt, ja, ist viel Meinungsmache und nicht so wirklich neutral aufklärend, wie es vorgibt irgendwie. Das sieht man schon anhand der Cuts und den eingeblendeten Bildern und so. Aber trotzdem Respekt, dass er damit so erfolgreich ist. Auf jeden Fall. Sind auf jeden Fall Klickzahlen, die schmecken.